Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Experten-Talks hier bei Pferdewetten.de. Auch heute werden Peter Heugl, unser Experte, und ich wieder zwei Rennen für Sie analysieren. Wir haben uns die zwei großen Rennen ausgesucht in Köln am Sonntag. Natürlich den Preis des Winterfavoriten und auch das Stutenrennen, ein Listenrennen. Und über diese zwei Rennen werden wir jetzt zusammen sprechen. Hallo Peter. Grüß dich, Bär. Peter, wir fangen an mit dem Preis des Winterfavoriten. Ja. Meiner Meinung nach eine wirklich sehr, sehr gute Besetzung in diesem und Jahr. Und auch sehr ausgeglichen. Ne? Sehr ausgeglichenes Feld. Ich schlage einfach mal vor, wir gehen die Starterliste der Reihe nach durch. Gut. Und fangen an mit der Startnummer 1, Amarillo. Was hältst Amarillo. Du von Amarillo, ja, das ist der erste Schirgenvertreter. In seiner jungen Karriere ist er jetzt dreimal gelaufen. Vorletzte Form war dritt im Oppenheim-Rennen. Das war ganz eine feine Vorstellung. 42 Längen geschlagen von Amaron, der auch in dem Rennen laufen wird. Davor oder danach im Zukunftsrennen war er dann Sechster, auch wieder hinter Amaron. Da war er zwar drei Längen geschlagen. Ja, wird, glaube ich, nicht ganz so leicht haben. Ist zwar schon Sieger, aber. Schaut schwer aus. Schaut schwer aus. Ich merke das schon in deiner Mimik. Das wird wahrscheinlich bei der Startnummer 2 Amaron anders ausschauen. Definitiv wird von Trainer Löwe ins Rennen geschickt. Reitet wieder Andreas Helfenbein, der Siegjockey der letzten Male. Ja, gut, in dem Burschen sehen wir auf jeden Fall mal den logischen Favoriten, würde ich sagen. Zweimal gelaufen, zweimal souverän gewonnen. Oppenheim-Rennen, Zukunftsrennen, was will man mehr? Mhm. Von daher ist es eigentlich schon mein erster Kandidat. Dein erster Kandidat, das ist ja schon mal ein Wort, vor allem angesichts der Startnummer 3, Energizer. Wenn man das Rennen gerade nochmal anschaut, vor wenigen Minuten, Juniorenpreis in Düsseldorf, muss ich wirklich sagen, der hat mir unglaublich gut gefallen. Souveräner Sieger, ja. Hat, glaube ich, mit 10 Längern souveränst gewonnen. Tja, der Name sagt schon, was er für Energiequelle ist. Ja. Also, ja, der wird es dann dem Amaron sicher nicht leicht machen. Mhm. War lebensdebütant in Düsseldorf. Genau. Monsunsohn wird wahrscheinlich, sofern der Boden, ich meine, Wettervorhersage ist ja ganz gut, sofern der Boden trotzdem soll weich bleiben wird, ja. Mit dem Boden würde er auf jeden Fall keine Probleme haben. Glaube ich auch nicht. Der wird schon, schätze mal, sehr reell sein. Endkampfkandidat. Ja, auf jeden Fall. Die Startnummer 4, Macau. Ja, Macau kommt aus Berlin angereist. Gut bewährtes Team, Chubac, Alexander Pietsch. Die haben ja schon in den letzten Jahren gemeinsam schon ganz schön überrascht. Und jetzt mit dem Pferd ist einmal gelaufen in einem Meidenrennen in Berlin. Hm. Hat mit zwei Längen auch relativ leicht gewonnen. Aber ich glaube, hier wird es dann doch ein bisschen eng und die Luft dünn. Ja, klar. Eine makellose Weste, Gegnern. Ne? Ja, mit diesen Gegnern. Ja. Ich meine, man weiß es nicht. Was hat er geschlagen, was kann er? Wird mit Sicherheit unterschätzt werden, wahrscheinlich auch zu längerer Quote an den Start kommen. Das sicherlich, aber trotzdem, also da habe ich schon nochmal Bedenken. Es sind doch schon, sagen wir mal, zwei, drei, die eigentlich besser oder höher einschätzt sein sollten. Die Startnummer 5, Novelist. Novelist. Ja, auch ein frischer Sieger. Hat ein Meidenrennen in Düsseldorf gewonnen. Ich meine auch so um die 8 Längen rum. Mhm. Ja, gut, über 1500 Meter. Distanzen werden wahrscheinlich für alle keine Probleme darstellen. Ne? Mhm. Und ja. Mir hat das Pferd gefallen. Ja? Ich habe den gesehen in Düsseldorf. Wunderbares Modell. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Pferd. Typischer Monsun. Die Form war natürlich völlig tadellos. Definitiv, definitiv. Anders und besser kann man eigentlich nicht gewinnen. Nicht debütieren. Ja. Und gehört sicherlich zu den besseren Pferden im großen Quartier. Für mich das schon auch ein Endkampfkandidat, einer der vielen Endkampfkandidaten im Rennen. Drum, es ist ein sehr offenes und schön besetztes, ausgeglichenes Rennen. Mhm. Eher zu den Außenseitern, wir zählen die Startnummer 6, Pascha. Ja, das denke ich auch. Noch sieglos bei 3 Lebensstarts. Mhm. Ja, hat auch nichts zu sagen, aber ja, für diesen Titel, glaube ich, hängen die wie Traum du schon sagst, wird es nicht ganz so leicht sein. Die Startnummer 7, Spirit Anon. Der zweite Schirgenschützling mit Subi unterwegs. Ich würde den sogar vielleicht eher noch ein bisschen besser einschätzen als den Amarillo. Ja. War bei seinem letzten Lauf im Zukunftsrennen vor Amarillo.
aber natürlich hinter Amaron. Aber da waren sowieso, also vom 2. bis zum 6. waren eh alle dicht beieinander, von daher. Ist ein schwer zu lesendes Pferd, gibt dir recht. Auch ein optisch sehr gut aussehendes Pferd. Ja, ganz ein schicker Kerl. Ja, die Debütform in Hobbygarten wurde ja eigentlich mehrfach aufgewertet. Das war ganz stark besetztes Rennen, in dem auch die Startnummer 8 mit teilgenommen hat. Und da hat er den ja geschlagen. Ne? Der hatte da Startverlust, relativ weiten Startverlust. Tai Chi kam damals sehr, sehr spät, sehr stark noch ins Rennen. Und hat dann, und darüber wirst du jetzt sicherlich noch einiges erzählen können, danach gezeigt, was er drauf hat. Tja, wie gesagt, beim Lebensdebüt 4. Aber dann 3 sehr schöne, interessante Siege. Angefangen in Clairefontaine, Longchamp und anschließend in Baden-Baden, das Ferdinand Leisten Aktionsrennen. Tipptopp. Es ist ein Problem darin, dass er jetzt eigentlich 7 Tage nach dem Sieg in Baden-Baden schon wieder an den Ablauf kommt? Das würde ich vielleicht als einziges großes Manko sehen. Aber andererseits, wenn er in Schwung ist und frisch ist und der Trainer wird sich schon was dabei denken, wenn man den innerhalb so kurzer Zeit anspannt. An der Fitness wird er nicht scheitern. Glaube ich nicht. Lass mal damit Dritter werden. Wird er Dritter? Wer wird denn Erster und Zweiter? Amaron, Energizer, Tai Chi, glaube ich. Sicherlich ein populärer Einlauf. Gut, ja, den wird wahrscheinlich so jeder so sehen, aber... Ich persönlich drehe ihn vorne, aber da machen wir den Einlauf hin und zurück. Machen wir so. Wahrscheinlich der Volkseinlauf in dem Rennen. Und konzentrieren uns dann mal auf das zweite Rennen, das zweite große Rennen des Tages. Das ist der Weidenpescher Stutenpreis. Ein Listenrennen dotiert auch mit 20.000 Euro. Genau. Kommen 10 Pferde an den Ablauf, 10 Stuten natürlich. Und wir fangen mal so an. Wir fangen mit deinen Favoriten an. Wer gewinnt denn für dich das Rennen? Ich meine Dalana. Die ist jetzt gerade richtig in Schwung. Das könnte, oder das ist für mich die Siegerin. Ist die erste von 3 Higgs-Pferden in dieser Prüfung. Der Subi wird die reiten. Ja, ich glaube, wird auch die Favoritin sein. Die war heuer 5 im Start, hat dabei 2 Siege einfahren können. Zuletzt noch in Baden. Ein ähnliches Rennen, auch so Stutenlistenrennen. Im Mai im Schwarzgoldrennen, tolle 2. Anschließend hat es so ein bisschen, doch ein bisschen versagt in den Diana-Trails und in der Diana. Und naja, gut. Da hingen die Trauben, glaube ich, ein bisschen hoch. Also so Gruppe 2 und Gruppe 1, das ist natürlich eine andere Marke als hier dieses Listenrennen. Von daher sollte es hier auf jeden Fall erreichen. Gut, Alana gewinnt. Wer fühlt ihr auf den Zahn? Wolkenburg. Ja. Schier eine starke Kombination. Wolkenburg ist dieses Jahr 6-mal gelaufen. Hat auch einen schönen Formspiegel. 3 Listen und eine Gruppeplatzierung. Kommt aus einer Gruppe 3. Lediglich in Bremen in der Walter J. Jakobsmeile ein bisschen schwach gelaufen, aber sonst könnte eigentlich die zweite werden. Stabiles Pferd, genau. Ja, sehr stabil. Und die Dreierwette komplettiert aus deiner Sicht mit Shining Glory. Doch auch wieder Higgs-Vertreterin, auch mit De Vries im Sattel. Ja. Hat schon im August so ein ähnliches Rennen gewonnen, ich glaube, es war am 21. Ist sie ganz knapp hingekommen, hat am letzten Galoppsprung noch Barcasa geschnappt, die auch in dem Rennen laufen wird. Anschließend auch wieder in den Stutenlistenrennen, wieder in Hannover 4. Ist eigentlich für mich mein Drittplatzierte. Ist diese dreimal gelaufen, dreimal gewonnen, dreimal platziert dieses Jahr. Ja. 1A vorm Spiel. Sehr schön. Barcasa hast du gerade schon erwähnt. Die war eben ganz, ganz knapp geschlagen von Shining Glory. Hat eigentlich ausgesehen wie die Siegerin in dem Rennen. Ja. Und Shining Glory kam von letzter Stelle außen rangeflogen und wie gesagt, letzter Galoppsprung, Nase drinnen. Ich sehe auch Barcasa nicht ungefährlich für eine bessere Platzierung. Nö, die kann sie auf jeden Fall hier revanchieren in dieser Partie. Ja, die lief zuletzt noch im Gruppe 3-Rennen in Italien. In Italien, genau. Lief da gar nicht schlecht. Nee. Platzierung und auch die Abstände zur Sicherung, die waren nicht sehr groß. Also die Form war durchaus einiges wert. Für einen ganz langen Toto ist mir noch ins Auge gestochen die Startnummer 3 Indian
Cat aus einem einzigen Grund. Die letzten zwei Formen lesen sich nicht wirklich gut. Mhm. Aber das Pferd, die Stute, hat ein relativ hohes GRG und auch schon bestätigt. Die lief mal ganz knapp zu Combat Soon im Ausgleich 1 in Hamburg. Und das ist eigentlich eine Form, die in dieser Klasse immer mal ausreichen kann für eine Platzierung. Also ich denke mal, wenn man noch ein Pferd sucht für die Dreierwette zu einer langen Quote, die wird sicherlich eine der längeren Außenseiterinnen in diesem Rennen sein, dann bietet sich die Heftervertreterin vielleicht an. Genau. Wir haben noch eine sehr interessante Ausländerin in dem Rennen, aus Frankreich, von Trainer Royer Dupré. Dazu sage ich noch ein Wörtchen jetzt. Ich habe mir die Formen angeschaut. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die in irgendeiner Weise eine Chance hat. Die hat jetzt 7-8 Starts gebraucht, um ein siegloses Rennen zu gewinnen in Frankreich. Hat Formen gezeigt gegen deutsche Stuten, die hier in Deutschland noch sieglos sind. Also ich glaube, man versucht es, aber... Aber warum macht er das dann? Ja, Black Type schnappen. Ne? Ja, aber man wird sich auch die Formen anschauen und so leicht wird es dann nicht sein. Wir werden sehen, wie es denn dann ausgeht und ob es dann wirklich so kommt, wie wir es vorhersagen. Dein Tipp in diesem Rennen also lautet? Dalana, Wolkenburg, Shining Glory. Wunderbar. Damit hoffe ich, dass wir Ihnen die entscheidenden Tipps für die zwei Highlights am Sonntag in Köln geben konnten. Wir drücken Ihnen die Daumen. In München finden natürlich auch noch Rennen statt an diesem Sonntag. Wir wünschen Ihnen Hals und Bein bei Ihrer Wettdisposition oder Ihren Dispositionen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.